Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich wollte um 8 Uhr abends am Halloween-Tag aufnehmen, aber ich musste ein Video noch hochladen, deshalb ja, wegen Performance-Gründen habe ich es nicht gemacht. Und jetzt ist 1.20 Uhr, ja, ein bisschen später, nachts und... Ja, jetzt möchte ich zuerst einmal kurz... haben wir keinen? Nein, wir haben keinen. Ja, dann mache ich es nicht. Jetzt mache ich mal kurz... Ja, machen wir noch kurz ein paar Golems und dann schauen wir das Halloween-Event an, wenn es da noch ist. Ja, es ist noch da. Da haben wir zum Beispiel einen Kessel, der verwandelt uns in verschiedene Sachen. In Werwölfe... Die sind extremst langsam, also es sind wahrscheinlich ein Debuff. In ein Skelett, in eine Stadt, also in eine, wie sagen wir denn, eine Marionette, genau. Eine Marionette, und ich glaube mehr gibt's nicht. Athena, dieser Sochti. Heieiei. Was machst du immer? Ständig bist du online. Bist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen weiter weg. Komm, wir machen das mal kurz. Und in was verwandeln wir uns? Ah, in den Zombie. Ja, den Zombie gibt es auch noch. Aber scheinbar können wir nicht angreifen. So. Gut, gehen wir weg. Das war jetzt einfach zum Testen. Außerdem gab es einen neuen Patch. Jetzt sind die Handwerksmaterialien da und diesen Handwerks, also ein Crafting-Ding. Und dafür müssen wir ein paar Sachen sammeln. Ich habe die Quest schon mal angenommen. Ja, jetzt müssen wir einfach warten, bis die Verzauberung weg ist. Das sind eben so, ja, lustige Sachen, eher Debuffs. Die Quest ist da. Das sind die Quests. Ich muss 300 Kürbissüßigkeiten bei groß kandierter Kürbis der unter TM abgeben. Okay. Ja. Zombie. Da ist auch noch ein Suchti. Kelly Alinia. Kommen wir nach Birka? Ja, es sind immer noch Suchti. Also, das ist gigantisch, wie viele Suchtis hier sind. Also um 8 Uhr waren sicher 500 als Online gewesen. Das war Wahnsinn. Okay, Silbererz. Haben wir etwas Neues gefunden? Ich zeige euch mal die anderen Handwerksmaterialien. Hier habe ich sie. Und eben Kürbissüßigkeiten habe ich noch. Noch ein Suchti. Wahnsinn! Sind diese Leute süchtig? Sehr heftigst. Ich bin pro Tag nicht mal 30 Minuten online und die sind ungefähr 500.000 Stunden online. Ist ja Wahnsinn. Geschätzt. Ich weiß, es ist ein bisschen gelogen, ein bisschen übertrieben, aber nur ein bisschen. Naja, auf jeden Fall. Es ist Wahnsinn. Die Leute kehren alle wieder zurück, nur wegen einem Halloween-Event. Ich frag mich da wirklich, haben die eine Vollmacke? Die kommen nie mehr hier ins Game, nur an Halloween. Da denke ich mir einfach, wollen die überhaupt noch etwas machen? Wollen die einfach nur kurz schauen? Die verschwenden ihre Zeit, die haben doch sicher ein anderes Game, wo Halloween ein Ding haben. Hab doch nicht Regnum. Ist doch langweilig, also der Halloween war ja schon immer langweilig. Ich weiß noch, vor einem Jahr war es ja nicht, vor 2 Jahren, da war ich ja nicht... Da war ich ja zu Hause, nicht in der Wege. Da hatte ich dieses Event auch schon. Da waren auch diese Kürbis-Sachen, Ding, also Ding habe ich nie gesehen. Diese Tränke. Aber das ist ja Wahnsinn. Heftigst. Oh, 20. Okay, also eben Crafting-Sachen haben wir hier. Wir haben diese Trollkürbisköpfe, die können wir leider nicht, also die bringen uns nichts, die sind weiß.
Wir müssen andere finden, deshalb gehen wir nämlich noch raus und schauen uns ein bisschen um, hä? Ob es dort gibt. Aber eben sind überall noch Suchtis. Das ist schon Wahnsinn, wie viele Leute online sind. Die denken einfach so, ja, komme ich mal wieder zurück nach Regnum an diesem Halloween-Tag und nerv ein bisschen die anderen Spieler, die halt auch ein bisschen mehr wollen, die nur 30 Minuten online sind pro Tag. Ja. Aber eben, in Regnum hat sowas von Anti-Noob-Spieler, also die Leute, die nicht so viel geben können, extremst in die Hose schieben. Es ist einfach Urhuren, also wirklich extremst langweilig. Weil die Spieler, die Suchtis, die übertreiben einfach. Ich habe schon richtig keine Lust mehr, weil alle Spieler so extrem suchten. Also alle Spieler, die meisten und eben den armen Typen, die nur sehr wenig online kommen können. Die tun sich so richtig in den Arsch reinschieben, lecken. Das ist Wahnsinn, also. Böse. Richtig böse. Aber eben kann man nichts machen, hä? Ist nun mal so. Ich hätte gedacht, ja, jetzt nach der... In der fünften Season kann ich da mal ein bisschen easier hochkommen. Andere Leute helfen mich. Aber es hilft niemand. Kein einziger Spieler... tut sich bereit halten, also für einfach mal ein bisschen zu spenden, nur ein paar Items mir abzugeben. Was mache ich diesem Clan? Ich mache diesem Clan alles. Ich gebe meine Items, die ich finde, den Clan. Hat mir schon jemals ein Item zurückgegeben? Also ein Barbaren-Item meinem Barbar gegeben? Nie. Niemals. Das ist der Unterschied. Oder? Wir sehen nur Suchtis, übertriebene Suchtis, die einfach nur eigensüchtig sind. Das ist Champions of Regnum. Das möchte ich euch einfach sagen. In Champions of Regnum gibt es eigensüchtige Leute. Der Adonos, der ist noch der Beste, das ist auch ein YouTuber. Den habe ich mal angeschrieben und er hat zurückgeschrieben. Aber andere YouTuber haben mich noch nie zurückgeschrieben. Die sind sowas von eigensüchtig. Die machen... Ja, die schreiben die ganze Zeit in dem Videotrade vom... offiziellen Regnumforum oder im deutschen Nitrado... Gamigo-Forum. Das ist Wahnsinn. Wie die süchtig tun. Ich mache immer... Ja, ich mache schon viele Videos, aber ich bin doch nicht süchtig. Nur weil ich 30 Minuten pro Tag kann. Nicht mal jeden Tag... Regnum spielen kann, jetzt bin ich wieder irgendwie 10 Tage nicht mehr so süchtig gewesen, oder? Aber das ist ja Wahnsinn. Das tut mich halt momentan auch ein bisschen verleiten, mehr Videos zu drehen. Weil so ist ja die ganze Zeit überall Suchtis sind, die mich einfach nicht aufnehmen lassen. Ja, ich schäme mich eher. Ich schäme mich. Das ist eine... Ja... Nervige Angelegenheit sozusagen. Und da will ich einfach sagen, wäre es doch nicht besser, wenn alle Leute mal ein bisschen zusammenhalten können, sich gegenseitig das schenken können, was sie nicht brauchen und einem Clan, einem super Clan beitreten. Also ja, die Nachtwache ist halt auch wieder ein Clan, der nur aus halben Suchtis besteht, nicht ganzen Suchtis, aber halben Suchtis, die einfach... ja, ein bisschen eigensüchtig tun und so Sachen. Ich gebe denen Items und sie bedanken sich nicht mal. Das ist die Tatsache. Es ist ein bisschen nervig. Und ja, was soll ich machen? Ihr werdet wahrscheinlich auch nicht mehr gerne so schauen, wenn ich immer im gleichen Level bin, weil ich einfach nicht vorwärts komme. Ihr könnt mich unterstützen, dann sind die Parts auch besser. Aber ihr müsst es nicht. Ihr müsst die Zeit nicht verschwenden für mich, klar. Aber es wäre schon schön, wenn ihr auch ein bisschen mehr helfen könntet, nicht nur
euch selber, oder? Und ja, ich gebe mir einfach die größte Mühe, dass die Videos nett sind, unterhaltend. Aber Regnum bietet nicht viel. Ich muss zuerst auch mal stärker werden. Ja. Also gehen wir heraus. Raus aus diesem Lande, Alesius. Und töten ein paar Orks. Wenn wir jetzt hier nach hinten gehen. Boah. Die sehen immer so... Der hat schon alles gekauft. Der hat so viel Geld ausgegeben für das Trikot. Skelett-Trikot. Das ist ja Wahnsinn. Ich schau mal kurz in den Eden Mall. Wichtiger magischer Rucksack. Aber was macht der Rucksack? Was macht der Rucksack? Das steht nicht mal. Die haben das alles vergessen einzufügen. Scheinbar. Das ist ja Wahnsinn. Killerkleidung. Killermesser. Okay. Ja, die Patches sind natürlich extremst. Soll ich einen Werwolf-Elixier kaufen? Amorbogen, Halloween-Pferd. Ein Tag nur. Kokoskiste. Ich muss die zuerst aufmachen. Aha. Boah, diese Sucht, die ist Wahnsinn. Alle sind hier. Alle sind noch online in der Nacht. Ist das Wahnsinn. Heftig. Die sind noch in der Nacht online. Heftigste. Ich bin auch noch online, aber ich bin ja auch... Ja, ein bisschen eine Chance haben, um euch alles zu zeigen, oder? Hm. Hier haben wir aber auch gar keine Orks. Beziehungsweise Trolle hier. Es ist nichts hier. Wahnsinn. Ist ja heftigst. Ah, und sind das alles Argentinier, die noch nicht so spät haben. Können schon... Ja, nein. Das ist es eben. Das sind meistens Spanier. Sagen zum Beispiel, sie sind aus Mexiko. Sind aber aus Spanien. Hm. Ich finde nichts. Gehen wir nach Manila. Hm. Irgendwie muss ich doch da ein bisschen überleben. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Wir gehen oben durch, Vulkan durch, hä? Vielleicht finden wir noch so einen Troll mit den Kürbisköpfen. Aber ich denke eher nicht, da wir das überall Süchtige schon weggenommen haben. Ein fettes Tier, hä? Wahnsinn. Wie süß. Ist der? Nein, das sind Sklaven. Aber wieso haben diese komische Mützen auf? Was sind das? Haare? Aha. Okay. Ja gut. Was ist das eigentlich? Ein Grüfer. Hm. Probieren wir es einfach mal ein bisschen, gell? Ja, jetzt muss ich irgendwie hier runterkommen. Ist das einer? Das ist ein gigantischer Troll. Da ist einer. Nein, das ist auch einer, der zu schwach ist.
Das ist ein normaler Trollkürbiskopf. Ich weiß es nicht. Nein, ich will jetzt das Event machen. Von 3 Captain. Das ist Hanfi! Der Hanfi ist hier mal hier. Okay, jetzt habe ich gerade ein paar Lecks. Der Fraps ein bisschen problematisch gerade. Muss ich Fraps nochmal neu starten. Komm bitte nicht lecken, Fraps. Ja, ich tue sowieso Open Broadcaster Studio dann aufnehmen. Ich muss einfach noch ein bisschen... Die sterben immer erst, wenn ich da zu ihnen komme. So, ja, das ist ein bisschen blöd. Ich gehe jetzt, säuse mich mal kurz dort Ding und dann muss ich kurz Fraps neu starten. Weil es natürlich wieder ein bisschen blöd geht, hä? Das sind alles Suchtis. Ah, oh, Gottchen. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich schon wieder zurück. Ja, es liegt meistens, weil, Fraps so einen Cache benutzt und dadurch einfach manchmal die Frames runtergehen bis zu 20 FPS. Das ist ein bisschen nervig, jetzt habe ich wieder über 30 FPS, ich habe es limitiert auf 30 FPS. Ja, aber wenn man auf 30 FPS runterregelt, dann hat man das viel einfacher. So, wo sind denn die anderen Kürbisköpfe? Das sind nur normale Kürbisköpfe. Wie böse ist denn das? Ach, dieses blöde Event. Das Crafting haben sie auch noch nicht komplett eingefügt. Es kommt nächste Woche, so haben sie gesagt. Jetzt wollen wir mal schauen. Heute ist der Dienstag ist hell. Und nächste Woche ist dann der 6. Nein, der 7. ist in einer Woche. Weil wir haben ja jetzt den 1. Also, ja, im 7. muss es da sein. Schätze ich mal. Wieso hat die so gute Verteidigung? Irgendwie war das so ein bisschen verbuggt oder so. So habe ich so wenig bekommen. Sehr heftigst. Nur 930. Naja, wenn der AFK geht. Ich habe ihn getötet, sie getötet. Die tut sich sexy Tiradora und ist wahrscheinlich ein Mann. Okay. Tja, wenn du AFK bist, selber schon. Ich habe dich getötet. Wieso gehen die AFK hinter einen Baum? Kann ich ja perfekt angreifen. So, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht angegriffen werde, aber ich werde wahrscheinlich angegriffen. Weil das überall Sucht ist. Suchtis hier sind. Man sieht so schlecht. Gut. Da außen hat es wahrscheinlich gar keine Sachen. Aber die Trolle, ich möchte unbedingt noch einen Troll besiegen. Aber ich habe bisher noch keinen Troll gesehen, der nicht weiß ist. Und weiße Gegner droppen ja nichts. Also müssen wir hier irgendwo einen finden. Aber wo? Da vielleicht. Nein, ist auch ein Weißer. Wo sind denn die... Ja, Stärkeren? Gibt es keine Großen? Wie schlecht das Event ist. Das ist ja Wahnsinn. Deshalb nehme ich auch wieder ein bisschen Teso auf. Ich habe einfach Lust
halt jetzt mal wieder ein bisschen Abwechslung zu haben, weil es wird mir halt immer wieder ein bisschen langweiliger, weil ich so hart durchmache. Also, ja, wenn man jeden Tag 30 Minuten aufnimmt, dann hat man relativ schnell einfach alles gesehen schon und es ist halt einfach ein langweiliges Spiel auf einer Seite. Das was nicht langweilig ist, sind ja die Fortschlachten und die kann ich jetzt noch nicht so machen. Also ich kann schon verstehen, dass manche Leute einfach ein bisschen jetzt warten, bis ich wieder richtig Fortschlachten machen kann. Aber eben, wenn ihr mich nicht helft, kann ich auch nicht schnelle Fortschlachten machen. Egal wie. Macht euch kurz einen Barbar powerlevelt. Macht einen Jäger powerlevelt. Schenkt mir Items. Das ist das Beste. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, um eure, um die Videos von mir auch besser zu machen. Oder? Hey. Ist das nervig? Wieso ist jetzt eine lila? Hei, hei, hei. Ich glaub's, ich krieg das Kotzen. Ich krieg das Kotzen über. Ich krieg das Kotzen über. Weil ich das Kotzen über bekomm. Ich mag's nicht, wenn hier alles OP ist. Ich muss eine stärkere Waffe, also eine Linkswaffe haben. Also die haben das nicht mehr zurückerobert. Doch, die haben es zurückerobert. Sonst wäre ich noch dorthin gegangen. So ein Mist. Was? Ignis hat den Stein von den Syrten geklaut. Okay. Was ist denn mit den Syrten eigentlich richtig los? Haben wir schon genug? Wir haben 50, also ich kann es nur abgeben. Was, wo wollen wir denn jetzt hin? Wir müssen unbedingt machen, dass wir wieder einfach mehr zusammenarbeiten in der Reichsschlachten. Unbedingt, dass wer auch spielt und einen guten hat. Ja, tut am besten einfach euch zusammenschließen, schreibt es in den Global, ja nicht in Global Chat. Ich weiß nicht, man kann es eben nicht mehr hinschreiben. Aber irgendwie euch bemerkbar machen oder so. Irgendwie. Oder einfach immer wieder zurück zum Bind kommen. Dass wir einfach immer wieder mitkommen können. Das wäre das Beste auch für die Noobs, für die Low-Leveligen. Ja. Also, dann werden wir einfach mal zum Bind gehen. Ja, ich muss sowieso das Video leider beenden. Gehen wir noch zurück. Geben wir die Süßigkeiten ab. Hallo. Lol, die machen gar nichts bei mir. Ach, die sehen meinen Speer. Ich kann es ihnen reinschieben. Aber gut, dass es noch Leute gibt, die nicht sofort Low-Levelige angreifen. Wenn sie sehen, ja, das bringt sowieso keine Königreichspunkte und EP, dann greife ich es nicht an. Aber es gibt so viele, vor allem die Syrten sind so extremst aggressiv. Dann war ich so glücklich, als ich diese Angeberin besiegt habe. So richtig ein OP-Kampf. Ich hätte fast verloren. Der war so schlimm. Sie war AFK, es war zu schlimm. Ich hätte das Kotzen überbekommen. Ich hätte gekotzt. Blue Capo. Ja, was macht ihr? Hä? Darf ich noch etwas zeigen? Nicht? Hä? Seid ihr faul? Was machst du? Okay.
Ja, und jetzt gehe ich mal mit ihm mit. Okay, da ist er. Aha, ihr habt wieder... Oh. Amigo... Also Amigo heißt Kollege. Vende de casa. Ja, wahrscheinlich, weil ich low-levelig bin. Wie immer. Da müsst ihr halt nicht Level 60 sein. Weil, wieso seid ihr so süchtig? Ihr seid doch schuld. Ich weiß nicht, was machen. Es greift niemand an. Ah, Menira ist jetzt endlich mal wieder. Okay. Soll ich mitgehen mit denen? Ich gehe einfach mit denen. Vielleicht greifen sie ja. Sah mal an. Eventuell, wenn jetzt noch etwas passiert, mache ich den Part ein bisschen länger, hä? Huh? Ich habe einfach so Lust jetzt einfach. Was hast du für einen Hut an? Was ist das für ein? Das ist, glaube ich, irgendwie so ein, ja, 7 Jahre Regnum oder so Hut. 2014, 2012, irgendwann mal gegeben hat. Ich glaube, so wie einer der Level 12er Hut, hä? Komm jetzt raus! Pfeifen. Ja, ich habe zu wenig. So ein Arsch! Der schützt sich einfach. Ich kann keinen Schaden machen an ihm mehr. Naja. Alles pfeifen. Alles pfeifen. Machst du auf Diät oder was? Machst du auf der Art? Okay. Ja, irgendwie sind sie ein bisschen eigensüchtig. Gebt ihr mir doch ein paar Königreichspunkte. Ich habe noch wenig. Ja, jetzt plötzlich wieder. Ah, oh, ich wollte doch mitkommen. Ist das von diesem Hut oder ein Spezial? Was ist SB für ein Ding? Hm. Ich muss mich ein bisschen beschützen. Ich bin der Einzige, der nicht so gut ist. Faldomero. Okay. Das ist ein wilder Puma. Hey, da gehen wir mal leveln, hä? Irgendwann, wenn nicht so viel los ist, gehen wir hier mal leveln. Auch wenn wir die ganze Zeit dann niedergehauen werden, aber die OP-Krieger und so bekommen gar nichts über. Oder nur sehr wenig. 3 Barbaren sind 4 Barbaren mit mir. Und eine Beschi. Ist nicht gerade ausgewogen. Kommt doch ein bisschen mit. Barbarian, den kenne ich doch von irgendwo. Der war schon ein paar Mal mit mir zusammen am Kämpfen. Trollkürbiskopf, normal. Wieso greift er an? Nein, er greift nicht an. Keine Ahnung. Doch, er greift an.
Aber auf komische Art und Weise. Passiert nichts. Es ist niemand hier, das ist es. Weil jetzt noch ein bisschen etwas passiert, aber nur wenig, mache ich doch ein bisschen länger noch. Weil jetzt wäre eigentlich schon fertig das Video. Schneide ich noch mal ein bisschen rein, hä? Bis gleich. So. Die sind nämlich jetzt an Generic Castle. Das wurde eingenommen vorher. Ja, Generic Castle haben sie eingenommen. Gut. Dann haben wir hier mal frei. Barbaren Power. Was machst du für Zuckung? Dem ist langweilig, 100%. Ja, rapido, rapido. Alle rapido, buffo, buffo. Famoso el Samala, verisino, hai godo, tale. Aha. Kann man nicht angreifen, das Tor nicht. Ein bisschen speziell angreifen. Der andere macht auch nichts, okay. War das jetzt irgendjemand? Okay, komisch. Wahrscheinlich sterben. Ich glaube, ich kann es noch nicht erobern. Nein, ich kann es nicht erobern. Ah, hat's schon. Deshalb, okay. Ja, hab ich jetzt nicht geschaut. Beziehungsweise ich war es ja, der oben war. Okay. Ja. Mein! Mein! Bue! Was heißt Bue? Es wird wieder angegriffen. Von wem? Komm, wir gehen mal kurz hier rein. Ein bisschen heilen. Verlieren wir es halt wieder, aber ich bin wenigstens dabei gewesen und habe das Achievement bekommen. Ja. Die können das Samen voll retten.
Ich werde dann die anderen auch retten. Aber es gibt eben fast keine Lois mehr. Es hat niemand mehr Geduld, einen hochzubringen, außer eben Twinks. Oder einfach neue Mains. Aber das Problem ist einfach, ja, die Entwickler machen vor allem zu wenig dafür. Nein, nicht. Nicht mich angreifen. Diese scheiß Stunts immer. Wie lange gilt denn die Stunts? Das ist Wahnsinn. Das ist ja heftigst. Ich konnte niemals machen. War das ein Doppel? Nein, so ein Treten, fünf. Und der hat's widerstanden. Ich wollte zuerst treten. Hei, hei, hei. Pfeifen. Das sind alles Barbaren, hä? Einer ist Ding. Okay, ein Ritz ist auch noch dabei, aber ich habe eben mich umbringen wollen. Also, ich mache morgen hier weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragobasa. Tschüss.